wenn sie ein paar Let's Plays gucken. Kannst du entscheiden, ob du es holen willst oder nicht. Psst. Ist es nicht erstaunlich, dass wir den ganzen Weg an den Persischen Golf reisen müssen, nur damit unsere Schlachtschiffe fahren können? Ich finde es ehrlich gesagt befremdlich, dass ein so wertvoller Rohstoff ausgerechnet in der verdammten Wüste begraben liegt. Andererseits sollten diese osmanischen Wilden kein allzu großes Problem sein. Ich hätte gute Lust, jetzt schon den Champagner zu köpfen. Aber worauf sollte ich mich dann nach unserem Sieg noch freuen? Auf Tee? Ja, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Operationsteil, dieses Mal als Briten. Unsere Flotte ist im Golf und unsere Truppen sind bereits gelandet. Um den Brückenkopf zu sichern, müssen wir zuerst den osmanischen Vorposten an der Spitze der Halbinsel Alfau erobern. Uns dann durch ihre Verteidigung im Sunwada-Schwemmland kämpfen und schließlich das einnehmen, weshalb wir eigentlich hier sind. Die Festung von V selbst. Erst dann ist das Öl für das Empire gesichert. Die Festung von V selbst. Ich gehe direkt auf den Panzer, wenn es geht. Hab einen. Hast du einen? Sehr gut, dann nehme ich den schweren Panzer. Und dann machen wir Tag Team. Jetzt wird's eingenommen. Und zwar nicht so wie die das letzte Mal, wo die Briten gespielt haben, sondern richtig. Muss ich mich aber erstmal noch einspielen auf die Höhe. Getroffen. Auf meinerseits ein herzliches Willkommen. Bein tot. Da drüben! Rechts von uns. Ah ja, genau. Weg ist ja immer noch mit am Start. Ich sag einfach, dass ich nicht mehr wegzudenken bin aus seinen Let's Plays, Battlefield Let's Plays. Er ist nicht mehr wegzudenken aus meinen Battlefield Let's Plays. Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Unten rechts bei dir, hast du den? Object. Nee. Qualität gesichtet. Einer weak. Absolut. Noch einer. Wow, ich hab, Infanterie rechts von mir. Ja, ich habe einen feindlichen Panzer, der auf mich geschützt oder so. Ist ein links von uns auf den Sniper kam. Mein Gott, was war ich hier zusammen? Weiblicher Sanitäter gesichtet. Der bitte vor, der Medic. Ja, wir haben. Oh. Da drüben ist ein Sanitäter. Die haben die Das ist ein Medic. Er macht das nicht, großartig was. Okay, ich würde sagen, wir bewegen uns so ein bisschen entlang der Küste. Oh, ich habe gerade ein Problem, die haben einen Assault geholt. Nein! Warte, ich gehe mich sofort vor dir. Geh. Naja, ich hab's schon. Weißt du, ich hab das Reparaturkit drin. Er kriegt mich so schnell nicht down. Es ist links ist einer. Nicht so fahren. Mörser auch. Okay, jetzt ein bisschen offen, ist ein bisschen ungünstig, aber. Ja, wie viel? Ja, sehr schön, das Kit hat funktioniert. Perfekt. Ja, ich bin sowas von gleich down. Hab den, hinten nach. Links. Ich probiere irgendwie, ich probiere irgendwie hinzufahren. Links von dir direkt an der. An keinem Vorsprung. Ja. Ich probiere ein bisschen aggressiver drauf zu. Wow, Minenfuck! So, also warte auf den nächsten Panzer einfach. Ja, ich warte auf die nächsten Panzer. Oh, das haben sie clever gemacht. Ja. Wir haben ein. Weil wenn wir das erfolgreich einnehmen müssen wollen, dann müssen wir Tag Team Panzer spielen, ansonsten sieht's nicht so gut aus. Ja. Ich will die Jokers hier nicht verbraten. Obwohl es schön wäre mal mit einem. Naja. Zur Not. Nur zur Not. Ihr wollt mich doch langsam echt rollen. Sag mal, was macht unser Team? Die hocken alle auf dem Bergkamm und die checken es einfach nicht. Bitte. Wir könnten einen Flieger nehmen. Du kannst auch gerne machen. Jetzt ist wir er haben zwar gerade nicht eine Loot, aber pass auf vor. Oh, okay. Jetzt ist er weg. Bin gut. Was ich auch machen könnte, ich könnte mit dem Schiff. Ja. Du bist. Ja, ich bin mit dem Panzer wieder da. Ja, passt schon. War nur, um die Emotionen bei mir zu beruhigen. Ich fahre über den Hügel drüber, um alles, was irgendwie feindlich auf dem Hügel ist, noch zu töten. Wir haben verdammt viele Scharfschützen hier wieder, ist unglaublich.
Ja, ich bin gerade auch wieder am Hügel. Ich bin zwar gerade in einer der hässlichsten, offensten Positionen, in der ich überhaupt gerade sein kann auf der Map, aber die muss jetzt funktionieren. Yep. Oh, da kommt schon die erste. Da kommt schon die erste. Ja. La. Ich weiß nicht, ob man die Minen sieht oder ob man sie nicht sieht. Sperr gefechtet! Die Minen siehst du, da, du musst aber taggen. Wir verlieren Einsatzziel Alba. Come on! Wie ist das möglich? Ja, ist klar, alles klar. Im Wasser brauchst du nicht schießen, das Wasser übernimmt ja, eigentlich weil das schon komplette Ladung. Ja, die rechte Seite. Ich komm gleich zu dir. Ich verfolge mich nur voll. So, ich bin da. Gib dir gleich Deckung. Feindlicher Speer! Von rechts, direkt rechts. Hab den abgefangen. Ja, du gehst auch gleich down. Ja, passt mir. Ne? Ich brauche noch ein bisschen, bis ich down bin. Hast du ihn gerade gesehen? Ein Flieger? Ja, ich hab einen Flieger. Das ist mal Kamikaze-Action. So, ich geh jetzt vor. Ich will B jetzt ja. Langsam nehmen. Ja, komm, komm. Wir haben 100 Tickets noch. Und auf der rechten Seite, selbst im Wasser am Schiff, sind noch zwei Leute. Achso. Luca, vergesichtet! Da lenkt einer richtig krass. Da vorne ein Sanitäter! Verdammt nochmal, Teamkameraden, macht doch was Cleveres hier bitte. Ja, nicht zum Aushalten. Oh shit, stimmt, da darf ich nicht rüberfahren, sonst habe ich das nicht gesehen. Jetzt muss ich auf achten, wo ich vorbeifahre. Aber Wasser ist noch was, ne? Ich bin auch da. Das sind Sturmsoldaten! Oh shit. Schieß! Goddammit. Wir haben es gleich, dann kriegen sie keine Leute mehr hier hin. Ja, endlich ein Flammenwerfer eingestiegen. Na, danke schön. Vorsicht jetzt! Sturmsoldat! Haben? Ja, ja. Rechts am Wasser, 3, 4, 5, 6. Alle. Aufpassen, Maschinengewehr! Säubert den Sektor erobert. Säubert den Sektor vom Feind. Ja, ja, ja. Wir säubern ja schon, Schatz. Weniger labern. Holy shit. Mehr Anweisung geben. Ja, links. Beim Hügel. Bei der Palme, bei der Doppelpalme. Wir haben ach, das den Sektor gesichert. Wir haben einen Flieger in der Luft, schön. Ich brenne, das ist so unlustig. Ja, wahrscheinlich. Alles klar. Haben sich... Auf dem Gebäude, auf dem Gebäude. Gebäude ja, gebrochen. Gebäude gebrochen. Oder zu viert eigentlich dahingestellt. Wir haben angefangen mit Assaults. Den Assaults, ja, ja. Ja, sie sind Squad, die spielen zusammen. Ich kann sie mir nicht erzählen, dass alle einzeln so clever sind, das zu machen. Ja, schade. Weiter geholt. Sehr gut. Hier kann man drüber. Die Dings, die markieren das. Die Holzpfeiler markieren es, wo du Stellen hast, wo du drüber kannst. Oder wo du eben nicht drüber kannst. Die haben zwei Flieger in der Luft. Ja. Ein Flieger schon mal da. Ja, die wieder mächtig bebombt. Ah, schade. Ja, ich sehe auch woher. Feindlicher Speer gesichtet. Dann habe ich. Der nächste ist angehittet. Feindlicher Sturmsoldat! Danke dir, hab ihn erwischt. Rechts von mir auf dem Kamm, auf A sind welche jetzt noch. Ja. Ja,
Tja, du kannst mich dafür nur anrichten. Ich mache dich hier komplett weg, mein Freund. Ich hab hier einen Sanitäter. Nein, schade. Da ist noch ein Flieger. Ein roter Baron. Skin. Das heißt aber noch lange, wie ich das erst gelernt. Ich komme zu dir. Ja, ich habe ein bisschen Probleme. Sturmsoldat! Haltet ihn im Auge! Na, ich merk's. Jetzt ist es ja unmöglich, kannst mal bitte schauen, dass du runterkommst. Ja, gleich. Einer ist direkt bei dir. Nein, er ist hinter dir. Augen auf! Komm in das Kampfgebiet zurück. Nein. Nein. Ich kann nicht schießen. Ich kann nicht. C4. Nicht, nein, nicht nach hinten. Nicht nach hinten. Fahr vorwärts. Scheiße. Yo. Aber wie viel hat er dann darauf gepackt? Du musst mir früher sagen, dass ich vorwärts fahren soll. Nee, das ist eigentlich total unlogisch, weil die nicht unter dir waren. Die sind explodiert, sobald du angefahren bist. Ohne ja, ist egal. Passt schon. Wir haben B und A im Rushen wie gerade zu Tode. Die sind so mit den Panzern beschäftigt und die brauchen so viel Troops, wir haben noch Infantry, dass sie... Truppen. Ja. Shit. Ich warte nochmal auf den Panzer, weil dann... Oder wie sieht's bei dir aus? Ja. Genau, nehmen. Geh in aller Ruhe. Nimmst in aller Ruhe einen Angriff. Alles klar. Bin sogar bemannt. Komm, spawnen. Unser Tech-Team funktioniert aber echt immer. Muss man einfach an der Stelle so sagen, wie es ist. Panzer sind dann einfach awesome. Ja. Und nicht nur die Panzer, sondern die richtigen Panzer. Fahrer natürlich. Alles klar. What? Ich weiß nicht, ob wir überhaupt noch einen zweiten Panzer kriegen in der Phase. Das wäre scheiße. Könnte den Flieger nehmen. Weil die hatten zwei Boote, die haben zwei Panzer immer gehabt. Nein. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Flieger viel anrichten kann. Wow, shit! Ich habe einen Panzer schon gekriegt. Wieder. Der Typ, das ist derselbe Typ. Ich habe ihn um mich gehört, dass der Ding gelegt hat. Ja, die sind halt mega auf die Panzer konzentriert, aber guck, was passiert bei A. Ja. Das ist der springende Punkt schlussendlich. Ja. Und solange das funktioniert, ist egal, ob wir sterben oder nicht mit dem Panzer. Hauptsache, es klappt. Ich sehe gerade, wir verlieren gerade B. So, ich hätte Sorge bei dir. Nein, warte auf den Tank. Rechts von dir ist eigentlich los. Aufpassen! Feindlicher Speer gesichtet! Bei Battlefield 4 war es richtig geil, du hattest nämlich rechts Ugo beitreten, hattest du so einen kleinen Bildschirm, da konntest du aus der Perspektive neben dem quasi an der Stelle sehen, den du ausgewählt hast. Das ist ein Squad, meine ich. Die kommen, die rushen jetzt hier teilweise auf den Mann. Sturmsoldat gesichtet! Das kann er sich hinter dir schleichen. Ich sehe einen Sanitäter! Feindlicher Sturmsoldat, seid vorsichtig! Feindlicher Sanitäter! So viel in dem Gebäude drin. Feindlicher Sanitäter, da! Der Push muss werden. Hast du einen Tank? Nein. Ich hoffe, dass ich ihn gleich kriege. Okay, ich probiere es einfach. Ich fahre kurz zurück, damit ich rüber kann, dann gehe ich drauf. Okay. Aber pass auf, wo du eben auf der anderen Seite bist. Du hast es ja. Ja, das ist über die Holzspreiter. Geht das schon. Nicht, dass das mit einem Landcruiser nochmal passiert.
Aber ich glaube, den Behemoth brauchen wir. Was können wir? Wir kriegen ihn zum Behemoth. Es ist, er wird auch als Behemoth betitelt. Das ist ein feindlicher Sturmsoldat! Nee, Drake mal. Bleibst du da? Da drüben ist ein feindlicher Sturmsoldat! Schade, dass wir nicht mehr um uns kümmern. Wir haben noch 20 Soldaten. Hier kommt über dir. Es kann sein, dass ich nach down gehe. Wir haben den Sektor erobert. Säubert den Sektor von Feinden. Komm, komm, komm. Fuck! Bin tot. Schade. Schnapp mir ein Boot. Das letzte Einsatzziel ist zum Greifen nah. Dann gehe ich von der linken Seite, dann gehe ich an Land. Von der rechten Seite der Feste. Probier dann irgendetwas mit B zu machen oder manövriere mich irgendwo hoch. Ja, da dann mal. Okay. Seht ihr das? Da ist ein Boot. Wir haben auch ein feindliches Boot. Nice. Tatsächlich die Flakgeschütze da oben nehmen. Und vollkommen verwenden. Komm in das Kampfgebiet zurück. Weißt du nicht? Komm in das Kampfgebiet zurück. Oh man. Ist jetzt bloß nicht, weil ich jetzt auf mich schießt. Das ist mein Hauptproblem. Oh mein Gott! Könnte ich den bloß verfehlen? Das ist ja. Kannst du bei mir spawnen? Ist das schon? Als Sunny? Ich bin noch ein Tank. Ich bin noch ein Tank. Ich bin noch ein Tank. Okay. Das macht der. Oh mein Gott, hat der sich gerade noch knapp gerettet. Wir haben noch 20 Soldaten. Oder auch nicht. Munition! Flieger wieder da. Wir nehmen gerade B ein, der erfolgreich. Sehr schön. Wenn die schnell jetzt noch C einnehmen, könnte es funktionieren. Entschuldigung. Schockier mich nicht, ich dachte schon, wir haben wirklich mehrere Punkte hier. Komm mal bei mir an, steig bei mir an, bitte, steig bei mir bitte ein. Als Versorger? Mach einfach schnell. Nee, 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 einfach reinsteigen. Da. Ich habe schwere Ausrüstung. Wir haben Einsatzziel Bertha verloren. Ich fahre direkt auf D hoch. Ja, mach das. Na fuck. Nein. Das Schade. Ist erbärmlich. Dieser Angriff ist gescheitert. Ihr habt hart gekämpft, aber sie sind zäher als erwartet. Macht euch bereit für einen weiteren Angriff. Diesmal kommen sie nicht so leicht davon. Ja, du passt schon. Mit dem Schiff kriegen wir den. Knacken wir das verdammte Teil. Es geht ruckzuck. Auf jeden Fall. Wir bekommen Verstärkung durch ein Dreadnought.
ein auf Dreadnought. Ich weiß auf der Barre, dass er vorfahren kann. Nein. I'm heavy. Ich auch nicht. Er bewegt sich, oder nicht? Ja, er fährt, guter Mann. Die haben drei Flieger, by the way. Es fährt aber nicht mehr. Pau, ich mal. Ja, jetzt bewegt er sich. Verdammt nochmal, beweg dich, du Vogel. Du kannst hier manchmal auf die schnell. Ja. Aufbruch, los! Es geht los, marsch! Bin ich noch knapp entkommen, du. Gut zu wissen, beweg dich, du Vogel! Hey, sag mal, ist der behindert? Sag ihm, dass er aussteigen soll. Irgendwas. Hauptsache, der checkt, dass er das, was er da macht, angeblich ist. Raus aus dem Fahrzeug, Bewegung! Aussteigen, Bewegung! Aussteigen, hab ich gesagt! Come on, das kann doch nicht sein. Aussteigen, los! Ah. Knapp kannst du bitte jedes Mal. Okay. Ich bin fertig, ich bin schwer, ich bin ein Panzer, yeah. Jetzt fährt er endlich. Oh, er hat die Stellung gefunden. No way. Hast du zuerst noch ein YouTube-Tutorial angeguckt, wie man ein Schiff fährt? Mann, ey. Wahrscheinlich war es das Flugzeug. Oh, ja, lieber so als gar nicht, dass er gar nichts macht. Das sieht gut aus. Der gehört mir. Der gehört mir nicht. Warum stehst du jetzt wieder? Fahr! Ausrücken! Nein. Bewegt eure Ärsche! Nein! Ihr habt eine Bombe destroyed. Fahr. Warum drehst du jetzt wieder so ab? Hallo. Ich bin endlich wieder da. Yeah. Wieder mit dem Panzer. Yeah. Und ihr seid alle wieder da und chip. Oh. Oh boy. Die hat's immer leicht böse erwischt, oder? Hallo. Hallo. Der Panzer ist da. Soldat da drüben. Ja, hallo, mein. Feindlicher Bomber. Sehr, sehr, die Töter. Jetzt fährt er richtig hin. Er ist doch nicht so doof, wie ich dachte. Artillerie! Ja, machen wir jetzt mal. Na gut. Welch Tapferkeit, Männer! Wir haben die Ölfelder gesichert. Aber wir haben erfahren, dass ein Angriff auf den Suezkanal unmittelbar bevorsteht. Sofort aufbrechen! Dann brechen wir sofort an. Einige Zeit nach der Übernahme der Ölfelder am Persischen Golf durch die Briten starteten die Osmanen einen tollkühnen Angriff auf den für die Wahrung der britischen Vormachtstellung so wichtigen Suezkanal.